Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind hierher gekommen. Ich muss erstmal kurz mal orientieren. Ah, genau. Wir können ja hier zu einer alten Kiste können wir wieder reparieren. Das ist das, was ich meine, was eben so laut ist. Aber jetzt habe ich es leiser, angenehm leise für mich. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr Kiste. Dann gehe ich das mal. Gönne ich mir mal. Wobei brauchen tue ich es nicht. Oder ich habe gestern irgendwie nicht richtig gespeichert beim Ausmachen. Guck mal, wo ich jetzt bin. Hier bin ich reingekommen, oder? Ach komm, nein, da bin ich nicht reingekommen. Jetzt bin ich schon wieder. Das hätte ich auch erstmal gucken können, was. Oh, nö. Gleich in den Gegner gerannt. Aber ich habe ja einen Vorteil, ich spiele auf Easy. Und auf Easy ist ja, guck mal, Rockin' Hit. Ja, okay, das hat gut geklappt gerade. Der ist hingefallen sogar. Hau doch mal ab, ihr Vögel. Ja, guck mal, der ist nicht schwer. Wir treten einfach gleich mal damit die ganzen Viecher, die hier unten rumliegen. Wir haben schon wieder 2500 rote Punkte. Achso, der hat mich festgehalten. Ah, okay. Gab's in meinem Kopf eine Kopfnuss? Na, hast du aber Glück gehabt, dass ich es nicht erwischt habe. Jetzt habe ich ihn erwischt. Kreis. Dreieck. Hässliche Fliege. Gut. Okay, ich will noch nicht darüber. Ich gehe nochmal ins Haus zurück. Ich will nochmal ins Haus zurückgehen. Meine lieben Damen und Herren. Ich will noch mal kurz gucken. Aha. Danke dafür. Spendet. Einfach total vielen Dank dafür. Leider muss ich sagen beim LP, befinde mich hier gerade an einer Stelle, wo ich eigentlich dachte, ich kann nochmal zurückgehen, aber kann ich nicht. Aber guck mal hier, kann ich eine alte Kiste reparieren. Wahrscheinlich mag ihm, das ist denkbar. Aber auch den Markim habe ich schon so weit nicht mehr gesehen hier. Eigentlich hat er das auch immer, also kann, doch, es kann schon sein. Markim, der kommt auch immer, der Alarm, wenn er das macht. Er macht das also quasi auch nicht so heimlich. Stimmt schon, das stimmt. Das kann sein. Aber es könnte auch die Manu sein, tatsächlich. Was sehe ich hier? Was ist hier noch? Wo muss ich hier? Achso, hier vielleicht. Also hier kommt da die Meldung mit Els. Aber... L2 halten. Ah, hier. Ah, da ist was. Guck mal hier. Da kann ich die Brücke reparieren. Okay. Die Brücke kann man wieder herstellen. Also ich kann jetzt alles, was kaputt gegangen ist, wieder herstellen. Bist du drin in der Geschichte, Bomben-LP? In der God of War-Geschichte? Oder ist das für dich eher so ein Kann-man-mal-machen-Ding? Okay, da hinten geht es irgendwie lang. Kann man langklettern? Okay, die lassen wir ganz, aber ich will trotzdem nochmal hier rein. So ein Scheibenhonig. Jetzt bin ich hier dran vorbeigekommen. Was ist hier noch? Warte mal, ist hier noch was? Da leuchtet die ganze Zeit. Ich kann es auch wieder kaputt machen, wenn ich das will. Der hört nicht auf zu leuchten. Keine Ahnung, woran das jetzt wieder liegt. Schauen wir mal hier lang. Da ist auch was, guck mal. Wir gucken mal ganz kurz. Kennen zwar den Namen der Reihe vom Protagonisten, aber dann hört es auch schon so ziemlich auf. Okay, da bist du hier genau richtig. Wir haben ja jetzt God of War durchgespielt. Den Teil von 2018 habe ich durchgespielt. Aber wir können es ja mal probieren. Ich habe das noch nicht einmal mitbekommen. Manchmal geht die Qualität der Grafik hier so ein bisschen runter. Das liegt daran, ich spiele das über die PlayStation, also über GeForce Now. Nee, falsch. Das ist falsch. GeForce Now ist das passende Äquivalent dazu. Ganz kurz, ich muss mal hier ein Stück rüberrutschen. Mich stört das, weißt du was? Ich habe da so einen inneren Monk. Mich stört das, wenn irgendwelche Kanten nicht symmetrisch sind. Einmal ganz kurz ein Stück rübergerutscht. Ah, das geht sonst nicht. So, sind wir runtergestürzt hier. Ja, wo geht's jetzt lang? Hier drüben hoch oder was? Ach so, hier, nee, ja, ah, genau, hier. Da haben wir gerade schon vorhin gesehen. Können wir sogar hüpfen, guck mal. Er kann sogar, traut sich sogar zu hüpfen. Gratis ist also hier noch ein Mensch.
Genau, ich wollte sagen, dass, also du siehst, manchmal geht die Qualität ein Stück runter. Das ist also nicht GeForce Now, sondern PlayStation Plus Premium, was ich hier nutze. Und das streamt aber wie GeForce Now eben übers Internet. Deswegen manchmal bricht so ein bisschen die Bandbreite ein. Und dann sieht es ein bisschen, schwimmt es ein bisschen. So, jetzt lesen wir, was hier steht. Die kastalische Quelle von Delphi führt nicht mehr bis zur Stadt. Diese Frau und ihr Kind sind verdurstet. Ja, das stimmt. Wir sind doch hier schon mal lang gekommen, oder? Die Tür ist durch einen Einsturz blockiert. Kann ich hier... Hier waren wir schon mal. Kann ich das hier wieder herstellen? Warte mal, kann ich hier was ändern? Warte mal, vielleicht geht das ja hier lang. Damit die Quelle wieder langfließt und die Menschen nicht mehr sterben. Oh, warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich hier schon runter will. Aber muss ich, glaube ich, ne? Es geht gar nicht, ne? Es geht gar nicht einfach. Dann nochmal. So, da sehen wir jetzt die Quelle. Und hier ist alles kaputt. Und wir haben ja das Amulett von dem Orakel von Delphi bekommen. Vielleicht können wir damit das alles wieder ganz machen jetzt. Kratos ist ja auf dem Weg ein guter Gott. Wir wissen ja von dem neuesten God of War, dass Kratos, also das kommt ja erstmal die Zeit, wo er übelst brutal alle umbringt. Ah, guck mal da. Was ist denn das jetzt? Nochmal bitte? Geht nicht. Geht nicht! Macht nichts. Jetzt vielleicht? Aha, guck mal. Wiederherstellen. Wir machen erstmal alles wieder ganz. Mal gucken, wie weit wir es wieder ganz machen. Ob wir komplett oder ob wir eine Zwischenstufe brauchen. So, können wir noch eins weiter herstellen? Nee, ne? Wir müssen das jetzt, okay, so lassen. Aber vielleicht brauchen wir eine Zwischenstufe. Da muss ich gleich mal rausfinden. Wie, wenn, welche war denn das? Black Cat? Nee, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn gleich bei den Avengers? Wenn die auf den Boden knallt, springt die doch auch immer so komisch auf. Die Katze. Die Schwarze. Hier, komm, wie heißt sie denn jetzt hier? Wie heißt sie denn, die schwarz angezogene? Im Latex-Kostüm. Ist ja nicht Black Cat, war ja falsch. Oh, da hinten, warte mal, da hinten ist eine rote Kiste. Lass mal los hier. Lass mal los ganz kurz. Die holen wir uns erstmal. Oh, Natascha. Ey, ich komm nicht drauf, wa? Natascha. Wie heißt sie denn gleich? Die Russin. Denkst du, ich komm drauf? Ich versteh's nicht, ne? Es ist ja unfassbar, ist das. Ich habe so eine Erinnerungslücke. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Wie heißt sie denn gleich bei den Avengers? Man sollte nicht Themen anfangen, ohne drüber nachzudenken vorher. Jetzt drehen wir erstmal das Rad. Das ist natürlich nur die Frage, was haben wir jetzt davor? Ach so! Jetzt kann ich da drauf springen. Und dann? Ah, es dreht sich gar nicht von alleine. Okay. Da ist es nicht von alleine. Ah, doch, es dreht sich doch von alleine. Ach Mann, nein! Oh! Halt! Shoyo, die Mandarine. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Likes. So, ich habe heute mal, ich habe ja bei TikTok, mache ich halt diese Videos immer im Hochformat. Nein, ich bin zu langsam gewesen. Aber vielleicht geht es ja trotzdem. Jetzt fahren wir mal mit hoch. Hätte ich auf den Grün gemusst? Bestimmt, ne? Ah, nochmal. Ich hätte bestimmt auf den Grün gemusst. Das kann ja gar nicht anders sein, oder? Ich liege doch schon wieder völlig falsch hier. Ah, hier sind wir... Also, es muss was mit dem Ding zu tun haben hier. Wir ziehen es nochmal zurück. Bin ich zu langsam nur gewesen? Muss ich mich da ranhängen? Vielleicht kann ich ja auch mit L2 und Viereck das Rad davon abhalten, sich zu drehen. Nee.
Warte mal, bleib mal hier. Also ich glaube, ich muss auf das grüne Ding. Aber ich kann nicht. Kann nicht machen, oder? Halt, bleib doch mal stehen hier, Mann. Die Rätsel sind mir zu schwer. Will ich mal sagen, ne? Renne! Hüpfe! Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Dann gehen wir wieder nach hinten. Wir haben jetzt das Rad wieder ganz gemacht. Vielleicht haben wir hier unseren Job schon getan. Ich gehe nochmal gucken, ob es hier hinten noch was Neues gibt. Aha. Ja, okay, den Tod gibt's da. Da gibt's den Tod. Sinnlos. Dann also weiter gucken. What can I do here? Ich scheitere so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe heute also mal bewusst mich dafür entschieden, ein Hochformat-TikTok-Video-Stream zu machen mit nur dem Bildausschnitt, so wie ich auch die TikTok-Videos immer gemacht habe. Die letzten Mal, da war es ja immer ein Querformat. So, also da sieht man den Hebel, das zeigt es ja bewusst. Ach, da hinten, guck mal, da liegt ja noch das vom Rad der kaputte Teil. Ja, okay, das können wir reparieren, das haben wir verstanden. Aber ich muss... Wir müssen erst mal gucken, vielleicht... Wenn ich das so mache, gibt es irgendwie einen Zwischenschritt? Nee, ne? Ich kann das im Ganzen drehen. Ich komme ja nur auf den roten wieder hoch. Ich könnte mich jetzt da draufstellen. Es kann wieder nach links, da geht es wieder kaputt. Wenn ich das jetzt so nach unten schmeiße und es wieder kaputt geht. Bleibt der Hebel hinten. Aber guck mal, da muss es komplett kaputt gehen, damit das Teil diesen Hebel blockieren würde, ne? Jetzt hätte ich den Hebel wieder blockiert. Aber was soll's? An Stopppunkten L2 loslassen. Hier, das wäre ein möglicher Stopppunkt. Okay, jetzt können... Ja, warte mal. Jetzt können Objekte schweben. Dann lassen wir das nochmal so. Ja, komm, wir sammeln erstmal die Heilungspunkte hier nochmal ein. Die nehmen wir mit. Und die roten Obst nehmen wir auch mit. Habe ich ja gerade eben liegen lassen. Jetzt schwebt das jedenfalls alles. Ah, guck mal. Das ist ja... Jetzt kann ich ja richtig rätseln. Das schwebt jetzt. Jetzt kann ich hier drauf hüpfen. Vielleicht jedenfalls. Warte mal. Hier, guck mal hier. Überall schwebt jetzt was. Kann man da drauf hüpfen? Da fällt er runter, ne? Okay, wird er gehen. Jetzt ziehe ich mal am Hebel. Jetzt dreht sich das rückwärts. Aber was habe ich jetzt davon? Das schwebt jetzt, ne? Was passiert jetzt? Kann ich hier hoch? Okay, ich kann jetzt hier hoch, aber was bringt mir gar nichts. Ich muss, glaube ich, noch weiter hoch, ne? Bin hier noch nicht an der richtigen Stelle. Ich kann zwar da drauf rumlaufen. Ah, ich kann aber... Aha! Ich kann auch von hier aus... Ah, warte mal. Ich kann es auch von hier aus machen. Na dann doch. Ziehen wir das mal nach hinten und schmeißen den Hebel wieder rum. Mal gucken, ob ich dann auf diese grüne Plattform hochkomme. Okay, wir gucken mal. Loslassen. L2. Und nach unten. So, jetzt ist der Hebel blockiert, oder? So. Jetzt habe ich den Hebel blockiert. Und jetzt könnte ich da hoch.
Und da, genau, und da nehme ich noch höher hoch. Ja, das wäre eine denkbare Möglichkeit, ne? So, jetzt gehen wir hier lang. Jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt habe ich ganz in Ruhe Zeit, mich erstmal umzugucken. Wie komme ich jetzt da richtig hoch? Hier kann ich nur runterfallen. Kann ich hier irgendwo? Kann ich hier hochlaufen? Warte mal. Ja. Ja, okay. Geht, geht. Hopp. Jetzt, guck mal hier. Und wenn ich jetzt das Teil... Warte mal, ich jetzt es so mache und den jetzt ganz mache, dann müsste ich mich doch jetzt nach oben bewegen. Ich hoffe, ich fällt da jetzt nicht runter. Bleibt da oben schön stehen, ne? Da bin ich. Und jetzt kann ich doch da hochspringen, oder? Bin ich? Und jetzt, stellen wir hier das Aquädukt wieder her. Aquädukt, 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 wisst schon. Ihr wisst schon, was wir wieder herstellen. Jetzt fließt hier wieder Wasser ins Wasserrad. Jawohl. Sie haben eine Trophäe verdient, Handwerker. Ja, na wenn ich, also, absolut. Absolut. Oh, jetzt, da habe ich gerade Angst gehabt, dass ich hier sterbe, aber ich muss da runter, okay. Guck mal, wie krass, wo komme ich denn jetzt hin? Unter den Tempel von Delphi, ne? Ach, ich kann sogar schwimmen. Viereck gedrückt halten, ist abtauchen. X oder Dreieck. Ich kann sogar springen, aus dem Wasser rausspringen. Aber guck mal, ist das nicht so ein bisschen wie Lara Croft hier? Guck mal. Hier ist ein Feuer unter Wasser. Ich kann ja, oder mal, ich kann ja jetzt länger tauchen, ne? Aber woran erkenne ich denn überhaupt, wie lange ich tauchen kann? Nehmen wir mal Poseidons Klingen. Ach, die nützen mir hier gar nicht. Kann ich gar nicht nehmen. Okay. Können wir mal eine Blubberblase einsammeln hier mit dem Mund? Mit der Maus? Ich schwimme jetzt einfach mal schnell, weil ich nicht weiß, ob ich gleich sterbe. Wir tauchen mal auf hier. Ah, okay, tauchen wir nicht auf. Was ist das hier? Ich kann nichts machen, außer hier lang schwimmen. Okay, dann tauchen wir uns mal hier durch. In den Katakomben, in dem Keller des Orakels von Delphi, was ja leider nicht mehr lebt. Aber wir haben immerhin erfahren, was wir tun müssen. Wir suchen nämlich jemanden, der ein Teil der Furien ist. Und der auch bestimmt noch sein Ziel erreichen muss. Irgendwann seine Bestimmung erleben wird. Ach nö! Viele kennen die Legende von Kratos, dem Sterblichen, der zum Gott wurde und die Mauern des Olymps zum Einsturz brachte. Doch es gab eine Zeit, bevor Kratos zu dem Monster wurde, das man als Geist Spartas kannte.